Hallo, hallo, ich habe ein neues Video für euch und zwar ein Sammlungsvideo. Mal gucken, ob ich das in zwei Teile aufteile oder ob ich das in einem Teil mache. Ich habe nämlich hier alles Maskenartige, also Eye-Masks und Gesichtsmasken und Haarmasken. Und dann habe ich hier noch meine Badezusätze, aber wie gesagt, mal gucken, wie lang das Video wird. Und dann entscheide ich, ob ich das in zwei Teile mache oder alles in einem. Ich fange als erstes an mit meinen Augenmasken. Die habe ich extra jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe auch wieder neue bei DM bestellt, die neuen von Balea. Aber die sind noch nicht angekommen. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal die, die ich habe. Ich habe von Isana zweimal die Aloha Hawaii Augenpads, erfrischend mit Hyaluron und Ananas-Extrakt. Sind diese hier, habe ich noch nicht benutzt, kann ich nichts zu sagen. Werde ich aber demnächst mal, denke ich, ausprobieren. Von Balea habe ich aus dem Adventskalender die sternförmigen Hydrogel Augenpads mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Habe ich jetzt mal wieder gefunden, muss ich mal in den Kühlschrank mit tun, weil ich die dann auch mit benutze. Dann haben wir hier zweimal von Balea die Passionsfrucht und Hyaluron und Koffein. Habt ihr auch im Aufgebraucht gesehen. Habe ich schon einige davon leer gemacht. Ebenfalls von Balea die Chocolate Dream mit Kakaobutter, einmal in dunkler Schokolade sozusagen. Und einmal in weißer Schokolade. Das ist mit Vanilleextrakt, das andere mit Mandelöl. Dann die Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Hatte ich auch schon einmal aufgebraucht. Zweimal die Magnolienextrakt Vitamin E. Die finde ich auch toll. Hatte ich glaube auch schon mal. Jetzt kommen wir zu den Beauty Augenpads. Da haben wir von Topmodel Joy of Jungle. Das sind diese grünen. Dann die pinken Energy Elixir Pink Grapefruit. Von Veggie Mixtur Gurkenextrakt Hyaluron Tigergras. Das sind diese hier. Nochmal die als Herz, die ich euch im Aufgebraucht auch schon gezeigt habe. Dann haben wir hier einmal die goldenen Beauty Boost, Ceramide, Hyaluron und Zauberstrauch. Habe ich auch schon oft, glaube ich, leer gemacht. Dann haben wir hier einmal diese blauen, die so als Blitz sind. Aber ich liebe halt die von Beauty. Einmal die Deep Hydration, das sind diese hellblauen. Und zweimal Luxurious Lift, das sind diese lilanen. Und dann kommen wir noch zu meinen Schäbens. Da haben wir einmal Koffein Power, das sind die. Ich finde halt die Verpackung von Schäbens immer irgendwie so nice. Dann die Cooling Hyaluron. Hier sind die durchsichtigen. Dachte ich erst, es sind gar keine drin. Dann Golden Glow. Papaya Dream. Das sind die neuen jetzt. Die. Dann Juicy Lemon. Und hier steht auch drauf, dass die extra lang sind, die Pads. Fruity Melon. Ich habe mir die einfach alle bestellt, weil bei Augenpads kann ich halt einfach nicht nein sagen. Und Tropical Cocoa. Genau. Das waren jetzt alle meine Augenpads. Jetzt kommen wir mal zu Haarmasken, weil da habe ich auch nicht so viel. Da habe ich viermal als Kur sozusagen noch das Silberglanz von, wo ich blond war.
Aber das hebe ich auf, weil man weiß ja nie. Ich habe Pläne mit meinen Haaren. Dann haben wir von Action hier You're My Butter Half Coconut and Shea Butter Hair Mask. Die Together Avocado und Kaktus. Coconut und Shea Butter Belong Together. Und To Mango, Mango und Passionsfrucht. Das sind die, die ich von Action habe. Das sind, wie gesagt, Haarmasken. Dann habe ich, oh, hier habe ich noch Nivea. Ha, Nivea Rose Touch Augenpads. Muss ich mal in den Kühlschrank schmeißen. Genauso wie von Balea die Q10 Augenpads habe ich hier auch noch. Wusste ich gar nicht. Ha, was man nicht alles wiederfindet. Dann haben wir noch einmal Nose Stripes. So viel zu Haarmasken. von Balea die Ponytail Haarmaske. Die muss ich jetzt mal benutzen, wenn ich wieder längeres Haar habe. Weil die habe ich mir gekauft, wo ich kurzes hatte. Und da konnte ich die nicht so wirklich benutzen. Deswegen, ja, die kommt dann auch demnächst mal dran. Und jetzt kommen wir zu, das dürften eigentlich, denke ich, hoffe ich, alles nur Gesichtsmasken sein. Von Kneipp Verwöhnmoment Tuchmaske. Eiswein, Trauben und Rose. Hatte ich noch nie, kann ich nichts zu sagen. War, glaube ich, im Geburtstagsgeschenkset drin. Die müsste von Action sein. Volcanic Clay und Hibiscus Clay Dipped Sheet Mask. Diese hier. Kann ich auch noch nichts zu sagen. Weil ich habe noch nie so wirklich die Masken benutzt von Action. Dann habe ich hier so ein Haarband. Von Balea drei Masken. Habe ich einmal die Tuchmaske aus dem Adventskalender. Da ist man einfach so ein Weihnachtseichhörnchen oder so, glaube ich, soll es darstellen. Dann Happy Melody Tuchmaske. Die ist immer so süß. Und bedruckte Tuchmaske Be Wonderful. Da ist man halt einfach dann so ein Schmetterling. So. Dann haben wir Gesichtsmaske aus dem Adventskalender, so eine Crememaske. Benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr Crememasken. Deswegen habe ich davon auch noch übelst viel hier drin. Aber die benutze ich halt nicht. Von B-Routine. Rosa Tonerde Maske. Von Lovely noch eine. Weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Was sind jetzt diese ganzen Crememasken? Von Balea Weiße Mango und Maracuja. Von My Mask, ja, das hatte ich mir mal aus Italien mitgebracht. Von Balea die Hyaluronmaske. Ich muss mal wieder solche Crememasken machen, da ich die mal leer bekomme. Von The Beauty Mask Company, auch so eine Gelmaske. Pflegeboost von Stephanie Giesinger, so ein Peeling und Maske, hat man halt hier oben das Peeling und hier unten die Maske. Von Luvos Heilerde Anti-Stress Maske, die muss ich mir merken, dass ich die habe. Isana haben wir hier dreimal die Totes Meer Maske. Die fand ich eigentlich früher auch immer richtig gut, muss ich endlich mal wieder benutzen. Von Schebens haben wir hier. Sind das alle? Vier Masken. Einmal die Orientmaske. Spendet Feuchtigkeit. Okay. Dann Aktiv Kohle Multimasking. Fand ich diese dreiteilige jetzt nicht so gut. Mal schauen, wie die ist. Dann die Talasso-Maske. Und Kokostraummaske. Jo. Dann haben wir, okay, ich glaube, die kann weg. Die knistert komisch, die tue ich gleich aussortieren. Von Kneipp eine. Von Balea haben wir hier noch vier Crememasken. Einmal die reinigende Maske.
Dann auch so ein. Okay, die knistert auch schon. Die werde ich auch aussortieren. Multimasking. Von Balea weißer Tee und Kirsche. Ich mag halt die Verpackung. Und das Sugar Scrub mit Brown Sugar und Chia. So, dann haben wir hier noch zwei Garnier Skin Active Masken. Einmal die Juicy Mask und einmal die Honey Mask. Und jetzt nähern wir uns langsam den Tuchmasken. Da haben wir, beziehungsweise sind wir jetzt, glaube ich, bei den Tuchmasken. The Beauty Mask Company, eine Bubble Mask. Crazy Cactus. Die finde ich eigentlich ganz gut von The Beauty Mask. Von Balea. Chocolate Dream Tuchmaske. Auch einmal die weiße und einmal die dunkle sozusagen, wie von den Augenpads. Von Garnier die Ananasextrakt Vitamin C Tuchmaske ist diese hier. Von Isana haben wir hier vier Masken. Zweimal die Gesichtsmaske intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandelöl und Kirsch. Davon hatte ich auch die Augenpads und die fand ich richtig gut, vor allem auch vom Geruch. Deswegen muss ich die endlich mal benutzen. Dann Isana Tuchmaske Butterfly. Da sind halt so Schmetterlinge auf der Maske drauf, richtig süß. Und eine Maske mit kleinen Eulen drauf, die Isana Owl, You Look Great. Mein Gott, diese Schrift. Richtig, richtig süß. Da will man die immer gar nicht benutzen. Dann haben wir von Balea noch zwei. Die Milky Kokos. Fand ich auch richtig gut. Habe ich nämlich schon mal benutzt. Und Juicy Melon. Ebenfalls von Balea. Kenne ich noch nicht. Von Garnier die Vitamin C Tuchmaske. Ich liebe die Garnier Masken, habe ich euch im Aufgebraucht auch schon gesagt. Dann haben wir drei Kneippmasken. Zweimal die Good Night Maske. Das ist diese hier. Könnte ich mir eigentlich die Tage mal machen. Und aus meiner liebsten Reihe Chill Out, Hanfsamen und Patchouli. Davon habe ich auch immer das Badeschaum-Zusatz-Ding. was haben wir denn noch Schönes? Okay. Also das ist jetzt nur eine Isana und eine Balea. Und dann haben wir nur noch Action-Masken. Einmal die Kirsch von Isana. Da sind sogar Kirschen auf der Maske. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Richtig süß. Und die Balea Eternal Summer. Ist diese hier. Hatte ich auch noch nicht. Und der Rest sind jetzt Actionmasken. Die habe ich alle noch nie ausprobiert. Deswegen kann ich dazu halt auch überhaupt nichts sagen. Da haben wir einmal Hydrating and Revitalisant, die Snake. Da sieht man aus wie eine Schlange. Dann Moisturizing als Tiger. Refreshing. Hammer. Krokodil. Und Deep Cleansing haben wir Leopard. Dann haben wir hier einmal die Pineapple Fruity Face Brightening. Ach, ich muss auf jeden Fall mehr Masken machen. Facial Sheet Mask. Deep Cleanse Wild Rose. Da sieht man halt aus wie so ein mexikanischer Totenkopf. Spill the Tea Tree. Purifying Mask. Diese hier. Shine Bright Holographic Foil Sheet Mask. Die glänzt einfach wie so ein Diamant. Mal schauen, ob die da noch so ist. Pinguin Love. Da ist man einfach ein süßer Pinguin. Dann Face Sheet Mask Sherry.
finde halt die Verpackung echt süß, deswegen musste ich einfach alle kaufen. Dann Relax and Take a Selfie Blueberry. So ein bisschen superheldenmäßig. Bubble Sheet Mask. Da kommen dann halt Bubbles, wie der Name schon sagt. Dann haben wir hier einmal Kamel. Dann Kaktus. Ich finde halt die Verpackung echt süß. Trüffel müsste das sein. Sieht so aus. Und Kaviar. Und die letzte ist Pink Clay and Rose. Und ich werde die Badezusätze extra machen, weil sonst wird es zu lang. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video sehen werdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!